Die Cheerleader-Gruppe kennt kein Erbarmen und spielt Rosa übel mit. Die Mädchen haben sie bis auf die Schuhe ausgezogen und ihre Sachen gestohlen. Verängstigt, gedemütigt und nur mit einem Müllsack bekleidet, läuft Rosa zu ihrer Mutter in die Tierhandlung. Rosa, oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Oh Gott, es ist ganz kalt. Komm mit rein. Geh mal durch hier. Zieh dir mal das Teil erstmal aus. Oh Gott. Mensch, du bist ja ganz kalt, du bist ja erfroren. Komm jetzt. Psst, beruhig dich erstmal, komm raus. Komm raus, Schatz. Beruhig dich mal. Oh, Mensch, waren das die Mädchen? Ja. Lars ist abgesetzt worden. Ja, das ist aber gut. Ja, aber die mögen mich jetzt alle nicht mehr. Und dann waren die mit Schweinsmasken in der Umkleidekabine. Mit Schweinsmasken? Haben mir alles geklaut und dann bin ich nur nach dem Müllsack hierher gelaufen. Aber warum hat denn keiner da was mitbekommen? Hast du nicht gerufen? Da war keiner mehr. Oh, mein Schätzelein. Super, wir gehen jetzt nach Hause, wir machen einen warmen Tee und dann rufen wir den Anwalt an, okay? Ja. So, los, hopp. Schnell, bevor du dir noch was wegholst hier. Jessie, wir sind gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Pass auf, bitte. Komm, los. Jetzt sind die Grenzen wirklich überschritten. Da kommt jetzt keiner nur mit einem blauen Auge davon. Das muss ein Nachspiel haben. Dagmar Mielke bringt ihre Tochter erst einmal nach Hause. Von dort alarmiert sie umgehend Rechtsanwalt Giorgio Fogliano, der so schnell wie möglich zu seinen Mandantinnen kommen will. Auch der Jurist ist über das, was ihm Dagmar am Telefon erzählt hat, entsetzt. Rosa verkriecht sich währenddessen in ihrem Zimmer. Sie will niemanden mehr sehen oder hören. Ihre Mutter möchte sie trösten, doch sie kommt nicht zu ihr durch. Rosa. Rosa, Schatz. Ich hab dir einen Tee gemacht. Komm doch mal raus. Ach, Herr Fogliano, schön, dass Sie da sind. Ach, dass Sie sich Zeit genommen haben. Kommen Sie mal rein. Das ist ja furchtbar, was hier passiert ist. Ja, Rosa stand im Laden heute mit einem blauen Müllsack umhüllt und völlig voller Kratzer, voller blaue Flecke. Sie ist fix und fertig, hat sich im Zimmer eingesperrt. Ich komme nicht ran. Wollen Sie es mal versuchen? Ich kann es versuchen, klar. Rosa? Hier ist Giorgio Fogliano. Rosa. Komm mal raus, Schatz. Ich habe extra Herrn Fogliano angerufen. Rosa, wollen wir uns mal ganz kurz in aller Ruhe unterhalten? Am besten im Wohnzimmer. Okay. Schau mal, Rosa, was da passiert ist. Das ist wirklich, das sprengt alle Grenzen. Vorher, weißt du, da bist du vielleicht beleidigt worden. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir den diplomatischen Weg. Aber jetzt, weißt du, jetzt haben sie dir wehgetan, jetzt haben sie dir die Klamotten geklaut. Jetzt reden wir wirklich mal Diebstahl über Körperverletzung. Da hört der Spaß wirklich auf. Ja, finde ich auch. Es geht einfach zu weit. Das ist kein Streich von kleinen Mädchen. Wir müssen die auf jeden Fall anzeigen. Die müssen dafür gerade stehen. Und wir verlangen Schmerzensgeld für all das, was dir passiert ist. Ganz wichtig ist nur, du musst jetzt auf jeden Fall dich untersuchen lassen von einem Arzt. Das heißt, er muss die Fotos machen von den Verletzungen und möglichst bald. Nee, zum Arzt gehe ich nicht. Schau mal, Rosa. Wir müssen ihm wirklich zeigen, dass es so nicht weitergeht. Da muss jetzt echt mal ein Schlussstrich gezogen werden. Ich weiß, das Verfahren wird nicht ganz einfach, aber du musst auf jeden Fall zum Arzt gehen, damit wir das spätere Verfahren halt Beweise haben. Natürlich wird so ein Verfahren nicht ganz einfach werden, sage ich Ihnen gleich allen beiden. Natürlich werden Eltern involviert, weil es gibt ja auch minderjährige Täterinnen. Aber glaub mir, gemeinsam stehen wir das auf jeden Fall durch. Seid ihr da ganz sicher? Die müssen dafür gerade stehen. Jetzt muss Schluss sein. Und ich stehe dann hinter dir. Oh, das wird meine Chefin sein. Ich bin einfach aus dem Laden abgehauen, um ihr zu helfen. Und, oh Gott. Ja, na klar. Ola? Ja. Ja, ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Ich habe versucht, dich zu erreichen, aber... Ja, nein, es war ein dringender Notfall. Ich musste jetzt wirklich weg. Ja, ich bin ganz schnell wieder da. Versprochen. Bis gleich. Mann, Mist. Also ich müsste jetzt wirklich wieder zur Arbeit. Rosa, am besten ist, du gehst dann jetzt zum Arzt und... Ulrike, machen Sie sich gar keine Sorgen. Ich fahre Rosa zum Arzt. Wir fahren gemeinsam hin und dann klären wir das natürlich. Gehen Sie zur Arbeit. Okay. Dann sehen wir uns heute Abend, Schatz, ja? Alles klar? Tschüss, Herr Fogliano. Vielen Dank, ja? Zieh du dich mal an. Ich warte auf dich und dann fahren wir los, okay? Jetzt ist ganz sicher eine Grenze überschritten worden. Das lassen wir uns jetzt nicht mehr gefallen. Also vorher bei der Beleidigung, na gut. Aber jetzt Körperverletzung, Diebstahl. Jetzt werden wir Strafanzeige erstatten und jetzt werden ganz andere Geschütze aufgefahren.
Mama weiß nicht alles darüber, was passiert ist. Ich weiß einfach, sie wird ausrasten, wenn sie das mitbekommt. Ich denke, ich sollte mal den Anwalt fragen, was ich da machen kann. Giorgio Forliano wartet, bis sich Rosa angezogen hat. Die 16-Jährige hat mittlerweile großes Vertrauen zu dem Juristen gefasst und möchte sich ihm anvertrauen. Doch leicht fällt ihr das nicht. Rosa, wollen wir losfahren? Roller wartet. Und einen Helm habe ich auch für dich. Dann fahren wir gleich zum Arzt. Okay? Der Rechtsanwalt merkt, dass Rosa völlig verstört ist und möchte ihr Mut machen. Rosa, alles okay? Hey, schau mal, so ein Arzttermin, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist noch ein Bekannter von mir, das heißt, du musst dir überhaupt keine Gedanken machen. Es werden nur ganz schnell ein paar Fotos gemacht und es wird ein bisschen was notiert. Mehr wird da gar nicht passieren, du musst dir wirklich keine Gedanken machen. Herr Foliano, ich glaube, es geht gar nicht darum. Ich sollte Ihnen etwas zeigen. Haben die dir irgendwelche Nachrichten geschickt? Schauen Sie einfach selbst. Rosa, wie kommst du an dieses Video? Das ist im Internet. Die haben das hochgeladen? Weiß deine Mutter davon? Nein, nein, das darfst du ja auch gar nicht erfahren. Dann passiert ja noch viel mehr. Die ist ja schon wütend genug und dann passiert noch mehr. Das Rosa, bitte vertrau uns endlich. Du musst uns wirklich vertrauen, sie muss das wissen. Schau mal, weißt du, was sie da gemacht haben? Das ist noch viel schlimmer als das, was ich bis jetzt gedacht habe, was passiert ist. Das ist jetzt nicht nur eine Körperverletzung, die haben ja auch deinen engsten persönlichen Lebensbereich haben die verletzt. Und zwar auf die übelste Weise. Schau mal, wenn du wirklich irgendwie daran gezweifelt hast, ob wir Strafanzeige erstatten. Jetzt musst du dir ganz sicher sein, wir müssen gegen die Mädels vorgehen. Da hört wirklich jeder Spaß auf. Ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt erstmal zum Arzt. Dann machen wir die Strafanzeige und parallel gucke ich, dass wir das Video so schnell wie möglich vom Netz kriegen, okay? Ja, wenn Sie meinen. Na klar. Lass uns erstmal zum Arzt fahren. Hol deine Jacke. Das, was Rosa da passiert ist, das ist nicht nur Mobbing schlimmste Art und Weise, das sind Straftaten, die da begangen worden sind. Ich glaube, die Mädchen muss jetzt einfach mal jemand erklären, wie ihr Verhalten moralisch und auch rechtlich einzuordnen ist. So ein Verhalten muss Konsequenzen nach sich ziehen. Herr Foliano hat recht. Ich muss die Mädchen anzeigen. Ansonsten hört das nie auf. Und meiner Mutter, der muss ich es auch noch irgendwie beibringen. Die 16-jährige Rosa Mielke wurde von ihrem Cheerleader-Trainer und ihren Mittänzerinnen gemobbt, weil sie angeblich zu dick ist. Ihre Mutter Dagmar hat Anwalt Giorgio Forliano eingeschaltet. Der Jurist hat mit dem Vereinspräsidenten gesprochen, woraufhin Rosas Trainer ausgetauscht wurde. Dafür haben sich die Cheerleaderinnen böse gerecht. Sie haben Rosa angegriffen und sogar gefilmt. Giorgio Forliano zieht jetzt andere Seiten auf und stattet den Mädchen einen Besuch ab. Ganz kurz unterbrechen. Ich bin Rechtsanwalt Foliano, der Anwalt von Rosa und ihrer Familie. Da ist ein bisschen was Schlimmes passiert und ich würde ganz gerne mit den Mädels ganz kurz reden und denen vielleicht mal ein, zwei Sätze sagen. Ist das gut? Danke sehr. Mädels, ganz kurz, legt mal eure Puschen hin. Das hier ist der Anwalt von Rosa, Herr Foliano. Herr Foliano, der möchte kurz mit euch sprechen. Kommt immer ein bisschen näher, bitte. Genau, da muss ich nicht so schreien. Ich denke mal, ihr wisst, was Rosa passiert ist. Nein. Nein? Okay. Nehme ich jetzt so hin. Sie ist überfallen worden von maskierten Menschen. Regelrecht. Ja, das ist nicht lustig, leider. Sie ist unter eine Dusche gesteckt worden, ihr sind die Kleider vom Leib gerissen worden, die Kleider sind verschwunden. Und nackt, wie sie war, musste sie dann schauen, wie sie klarkommt. Das wurde sogar gefilmt, das Ganze, und das Video ist dann später sogar im Internet gelandet. Ich will euch das mal zeigen, was ihr wahrscheinlich schon kennt. Ja, das ist leider gar nicht witzig. Das, was da passiert, das sind Straftatbestände. Hier geht es um Diebstahl, hier geht es um Körperverletzung, hier geht es um Nötigung. Und natürlich, dass das Video hochgeladen wurde, Gott sei Dank ist es mittlerweile wieder runtergenommen worden vom Netz, ändert nichts daran, dass es trotzdem auch das Recht an ihrem persönlichen Bild verletzt hat.
Das sind ernste Sachen und die werden Konsequenzen haben für diejenigen, die das waren. Und ich sag's ganz offen, ich gehe davon aus, dass ihr das wart. Also ich sehe da gar keinen Beweis, dass wir das waren. Nein, das sind wir nicht. Ja, man sieht gar nichts. Ich will euch nur eins sagen, Rosa hat niemandem von euch irgendwas getan. Und trotzdem behandelt ihr sie so. Ich wünsche keinem von euch, dass sowas mal euch passiert. Und das ist furchtbar, sowas kann Menschen wirklich zerstören. Denkt einfach mal selber in Zukunft nach, was ihr macht und wie ihr eure Mitmenschen behandelt. Und folgt nicht irgendjemandem, der euch vielleicht irgendwelche Ansagen macht oder der euch sich als Anführer generiert. Denkt einfach mal drüber nach. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit, ja. Ja, danke. Ihnen auch. Sie haben da was vergessen. Ja, vielen Dank. Okay, Mädels, geht mal auf eure Position zurück. Gut, die Mädels hatten ihre Chance, jetzt die Wahrheit zu sagen. Jetzt werde ich andere Geschütze auffahren. Ich will mal sehen, ob nicht die eine oder andere umfällt, wenn ich im Gang höher schalte. Denn eins ist sicher, die Mädels waren das. Mit der Hilfe von Giorgio Fogliano hat Rosa ihre Cheerleader-Kolleginnen angezeigt. Sie liebt das Tanzen über alles und will einfach nur, dass es wieder so wird wie früher. Doch sie weiß auch, dass die Mädchen eine Grenze überschritten haben und sie sich wehren muss. Einen Tag später passiert allerdings etwas, womit sie niemals gerechnet hätte. Ihr Trainer Lars Lewandowski passt sie auf dem Nachhauseweg von der Schule an. Rosa? Hey. Hallo, nicht erschrecken. Oh. Grüß dich, hallo. Hallo, Lars. Ich wollte nur mal kurz mit dir reden. Die ganze Sache da mit uns, das ist ein bisschen dumm gelaufen. Also vor allem ist es aus dem Ruder gelaufen. Ich meine, im Prinzip wollen wir ja beide das Gleiche. Du willst wieder normal bei uns tanzen, ich will die Gruppe weiter trainieren und dass wir zusammen in 4 Wochen den Wettbewerb gewinnen, als Team. Die Anzeige gegen die Mädels und vor allem die Anschuldigung gegen mich ist halt gerade ein bisschen blöd, ne? Also wenn das aus der Welt wäre, das wäre schon wesentlich besser und wir brauchen dich halt irgendwie auch. Deshalb, ohne dich ist nichts. Ihr braucht mich. Ehrlich? Ja, nee, ist klar. Warte doch mal, Rosa. Nee, ernsthaft, ich habe das ein bisschen übertrieben. Ich meine, mein Schlankheitswahn und alles, das war nichts. Ich meine, ja, du hast jetzt keine Modelmaße, du stehst ein bisschen raus mit deinem Körper und deinem Äußeren, aber du bist eigentlich unverzichtbar. Ich habe das nur leider viel zu spät gemerkt. Und es tut mir auch total leid. Und warum warst du dann immer so böse zu mir? Warum muss ich abnehmen, um gut tanzen zu können? Das verstehe ich nicht. Naja, es war gar nicht böse gemeint. Ich war einfach enttäuscht und auch irgendwie verärgert, dass du die Tipps nicht so umgesetzt hast, wie ich es für richtig halte. Aber dass es so Ausmaße annimmt und dich so verletzt, das wollte ich halt gar nicht. Wirklich überhaupt nicht. Und komm einfach bitte zurück. Das wär wahnsinnig toll für alle Beteiligten. Und ich wünsche es mir wirklich von ganzem Herzen. Und wenn du zurückkommst, dann verspreche ich dir auch, dass ich persönlich dafür sorge, dass dir da niemand mehr dumm kommt oder ihren Haar krümmt. Naja, wenn du das ernst meinst, dann ja, okay. Wir machen das so. Ich verspreche dir, ich werde die Anzeige zurückziehen. Okay. Ja? Du bist die Beste, komm her. Vielen Dank. Ja, okay. Komm gut heim, ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Ich würde Lars gerne glauben. Vielleicht wird es wirklich wieder so, wie es einmal war. Herz über Kopf. Die 16-Jährige ist voller Hoffnung, dass die Sache nun ausgestanden ist. Sie bittet ihre Mutter, einen Termin mit Giorgio Fogliano auszumachen, da sie ihnen beiden etwas Wichtiges zu sagen hat. Am Nachmittag findet ein Treffen statt. Der Anwalt ist gespannt, was es so Dringendes gibt. Doch er rechnet nicht damit, was er nun von Rosa zu hören bekommt. Entschuldigung, ich bin etwas in Eile. Ich habe gleich einen Termin. Aber Sie meinten ja Hallo. Sie meinten ja, es ist dringend. Hallo. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Worum geht's denn? Ich würde gerne meine Anzeige zurückziehen. Was machst du? Das erklär mir mal bitte. Wie soll ich anfangen? Es ist einfach nur so, ich habe alles erfunden. Ich wollte einfach nur besser sein wie die Mädels. Und ich weiß, ich kann gut tanzen, das weiß ich auch. Aber so schön wie die Mädchen immer sind und diese Komplimente, die Lars ihnen immer gibt, ich wollte einfach auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Aber du hast noch nie gelogen und schon gar nicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Das bist doch nicht du. Und das ist überhaupt nicht ihre Art. So kenne ich sie gar nicht. Aber Mama, es ist wirklich so. Ich habe das alles erfunden, das Video. Ich habe das gestellt. Es ist
es stimmt alles gar nicht. Rosa, bitte. Glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Ich war bei deinem Lehrer. Er hat mir doch selber diese ganze Verleugnung in dem Sinne nicht zurückgenommen. Er hat es nicht bestätigt, aber er hat es auch nicht zurückgenommen. Also es ist doch nicht gelogen. Das geht doch nicht. Rosa, bitte, das Video, das hast du doch nicht gestellt. Doch. So eine gute Schauspielerin kannst du doch unmöglich sein. Doch, ihr müsst mir einfach glauben, es ist einfach so, ich wollte den Trainer und den Mädchen einfach eins auswischen. Ich wollte einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Mehr wollte ich gar nicht. Ihr müsst mir wirklich glauben. Okay, ich denke, wir müssen darüber noch mal in Ruhe reden. Wir versuchen mal herauszubekommen, was da wirklich dahinter steckt. Und dann werden wir weitersehen. Genau. Also wir verbleiben so. Wenn es so sein sollte, wie du sagst, dann unterstützen wir dich zu 100%. Ja, aber ihr müsst mir glauben. Es ist, auch Sie, Herr Foljanus, Sie müssen mir glauben. Ich habe das alles nur erfunden. Wir gehen der Sache in Ruhe auf den Grund. Einverstanden? Ich muss wieder los. Tut mir leid. Okay, Wir gehen der Sache auf den Grund, ganz ruhig. Okay? Aber Mama, du musst mir auch glauben, das ist wirklich so. Ich hab das ist doch völliger Blödsinn. Ich glaube dir das nicht. Du lügst nie. Ja, aber ich habe gelogen. Ich habe das gemacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das kann nicht sein. Das geht gar nicht. Nie im Leben kaufe ich Rosa ab, dass sie sich das alles nur ausgedacht hat. Die wird von irgendjemandem manipuliert oder irgendwie unter Druck gesetzt. Und deswegen knöpfe ich mir jetzt erstmal den Trainer und die Mädels vor. Rosa kann mir da absolut nichts vormachen. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendjemand setzt sie unter Druck. Und das kriege ich auch noch raus, wer das ist. Rechtsanwalt Giorgio Foliano muss unbedingt herausfinden, warum Rosa Mielke ihre Cheerleader-Kolleginnen und ihren Trainern nicht mehr anzeigen will. Dabei haben die Mädchen der 16-Jährigen übel mitgespielt und sie gemobbt, weil sie angeblich zu dick sei. Rosa wurde von ihnen sogar tätlich angegriffen. Doch nun soll das angeblich alles frei erfunden sein. Der Jurist will wissen, was dahinter steckt und fühlt Rosas Trainer Lars Lewandowski auf den Zahn. Herr Lewandowski? Herr Lewandowski? Ja. Wir sehen uns später. Hallo. Guten Tag, Foljanus, mein Name. Ich bin Rechtsanwalt von Rosa und ihrer Familie. Ah. Um Sie geht's auch. Okay. Ja, Folgendes. Sie kennen ja den Fall wahrscheinlich ein bisschen. Rosa hat ja eine Menge Leute erzählt, dass ziemlich viel ihr passiert ist und wurde auch Strafanzeige erstattet wegen diverser Sachen. Und jetzt hat sie den Strafantrag plötzlich zurückgezogen und behauptet plötzlich, sie hat sich alles ausgedacht, das wäre alles gelogen. Aha. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich glaube ihr das nicht. Und jetzt wollte ich Sie mal fragen, vielleicht haben Sie irgendeinen Erklärungsansatz, wie dieser Sinneswandel bei Rosa passiert sein konnte? Nee, also Mädels haben in dem Alter ja eine sehr blühende Fantasie. Aber jetzt eine andere Erklärung habe ich ehrlich gesagt nicht, also gar nicht. Also mein Ansatz war erstmal gewesen, warten Sie bitte noch kurz. Ja. Vielleicht ist sie ja bequatscht worden von jemandem, vielleicht sogar bedroht worden oder hat jemand ihr ein Floh ins Ohr gesetzt, weil ich glaube diese Geschichte nicht. Ihnen fällt da so gar nichts ein? Einen schönen guten Tag, die Herren. Hallo. Hallo. Bequatscht? Ich kann Ihnen jetzt nicht ganz folgen. So. Also, Sie denken nicht, dass ich das gewesen sein soll, oder? Nein, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Ich sage nur, es geht ja darum, wissen Sie, das ist ein wichtiger Wettbewerb. Wenn ich richtig informiert bin, sogar Ihr erster Wettbewerb für das Team. Für die Mannschaft ist es natürlich wichtig, wie man abschneidet. Und ich unterstelle niemandem was, aber Sie haben ja anscheinend auch wenig Erklärungsansätze, oder? Es gibt doch nichts zu erklären, warum soll ich das gemacht haben. Es gibt keinen Grund dafür, es ist ja totaler Schwachsinn. Abgesehen davon, ich habe hier auch noch einen Job zu erledigen. Also, Sie müssen sich einen anderen Schuldigen suchen, Herr Anwalt, ne? Also ob Herr Lewandowski so unschuldig ist, wie er tut, das wird sich noch herausstellen. Ich gucke jetzt erstmal, wo der Vereinspräsident rumspringt. Günther Krings ist der Präsident von Rosas Cheerleader-Verein. Nachdem Giorgio Foliano ihm erzählt hatte, dass Lars Lewandowski Rosa vor allen Mädchen bloßgestellt hat, weil sie angeblich zu dick sei, hat er den Trainer sofort ausgetauscht. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Ich wollte Sie nur ganz kurz stören. Ich wollte mich eigentlich nur im Rahmen von Rosa und der Familie bedanken, dass Sie so konsequent durchgegriffen haben und so schnell reagiert haben. Das ist überhaupt kein Problem. Machen Sie keine Gedanken. Es ist auch für mich wichtig, dass alles gut läuft, keine Beschwerden, weil so gibt es nur eine gute Leistung und alle sollen sich vertragen. Das ist wichtig, gerade in unserem Verein. Was ist denn da los? Janina? Ist alles okay? Die Kim hat mich geschubst. Das stimmt doch überhaupt nicht. Was ist denn hier passiert? Ja, überhaupt nichts ist passiert. Sieht ja nicht aus wie überhaupt nichts. Ich hab das auch gesehen, ne? Mädels, überlegt jetzt bitte ganz genau, was ihr sagt. Schluss mit den Lügereien. Das ist totaler Schwachsinn. Sie sind jetzt mal ganz leise. Wenn Sie jetzt hier weiter lügen, da können Karrieren zerstört werden. Existenzen stehen auf dem Spiel, also bitte bleibt bei der Wahrheit. Sarah, du hast es auch gesehen. Janina, sag die Wahrheit. Kim war das nicht. Du hast dich mit Absicht fallen lassen. Wir haben es alle gesehen. Nein, du warst... Ich bin ehrlich. Kim hat mir auch gesagt, Janina, wir haben lange genug unsere Schnauze gehalten. Janina? Mir alles zu viel. Janina, bleib mal bitte hier. Janina, ganz kurz. Komm,
Bleib doch jetzt bitte einmal bei der Wahrheit. Ist es nicht so, Herr Lewandowski hat dich bestimmt angestiftet? Was hast du denn gehört? Ich muss mal ganz kurz leise. Nina, lass dich nichts erzählen. Hat er dich angestiftet, damit er seinen Trainerjob... Ist doch Schwachsinn. Nein. Janina, hör mir mal ganz genau zu. Noch ist nicht viel passiert. Noch ist es nicht schlimm gewesen, was du gemacht hast. Wenn du jetzt immer weiter lügst, dann wird es wirklich ernst für dich werden. Ich kann dich wirklich nur warnen. Denk bitte nochmal drüber nach. Es wird Zeit, es jetzt rauszulassen. Und zwar die Wahrheit. Nichts rauszulassen. Du kannst doch nicht irgendjemanden beschuldigen, der gar nichts gemacht hat. Janina, war es nicht so, er hat dich angestiftet? Ha? Ja, Lars. Weil er seinen Job wieder haben wollte, richtig? Na, sehr schön. Endlich ist es raus. Aber na, das wird Konsequenzen haben. Für euch beide. Das kann ich euch versprechen. Und das war's dann jetzt erstmal für mich. Von mir reicht jetzt. Janina! Von mir werden sie auch noch. Da war ich immer wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe quasi live mitbekommen, wie die nächste Intrige gesponnen und auch durchgeführt wurde, die Gott sei Dank gescheitert ist. Dank Giorgio Foliano wurden Janina Pfeiffer und Lars Lewandowski aus dem Verein ausgeschlossen. Der Trainer hat zugegeben, dass er seine Tanztruppe mit allen Mitteln zurückbekommen und die Anzeige gegen sich abwenden wollte. Dafür hat er Rosa regelrecht manipuliert und Janina angestiftet, die neue Trainerin einer vorsätzlichen Körperverletzung zu beschuldigen. Zwei Wochen später betritt Rosa zum ersten Mal wieder die Trainingshalle. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Aber ist doch gar niemand da? Bis jetzt noch nicht. Okay. Ich glaube, das war's wohl mit unserer Trainingsmannschaft. Oh, ich würde die Flinte nicht gleich ins Korn werfen. Das ist doch nicht aller Tage Abend. Mhm. Ja, du, dann gehe ich erstmal umziehen, Rosa. Und die anderen kommen bestimmt noch. Genau. Alles klar. Ja, auf geht's. Danke. Also, wie war das jetzt nochmal mit der Musik genau? Weil S-O-R-R-Y. Sorry! Dankeschön. Ja, wie soll ich anfangen? Wir wollten dir nur sagen, dass es uns von Herzen leid tut, was wir mit dir gemacht haben. Und wir wollten uns alle entschuldigen bei dir. Und das meint ihr ernst? Ja, es war schwer. Es tut uns wirklich echt sehr leid. Wir tun es nie wieder. Ich bin so froh, dass du mit dem Team bist. Ja. Wir wollten das alles eigentlich gar nicht. Ja. Es tut uns leid. Wir hören so dazu. Stopp. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben noch was für dich. Und zwar etwas, das diesmal in der richtigen Größe ist. Die Kollegin hat's für dich. Ah, einmal für dich. Ja. Dankeschön. Okay. So. Super. Und da wir schon so viel Zeit verloren haben, würde ich sagen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Umziehen. Tschakka. Genau. Auf geht's. Es war echt scheiße, was wir Rosa angetan haben. Sie so zu mobben, das ging gar nicht. Also, es kommt wirklich nie wieder vor. Ja, Janina hat echt den Bogen überspannt. Also, es tut uns wirklich echt leid. Ja, wir sind auf jeden Fall richtig froh, dass Rosa uns verzeiht. Mhm. Ja. Es war schon ganz schön krass, was die Mädels mit mir gemacht haben. Aber die Entschuldigung war süß. Und ich werde ihnen verzeihen. Ich weiß nur eins, ich will tanzen. We got this king says to ourselves. 3 Wochen später. Auf Rosas Wunsch hin hat ihre Mutter die Strafanträge gegen die Mädchen zurückgezogen. Die Verfahren wurden eingestellt. Trainer Lars Lewandowski muss sich hingegen wegen Beleidigung vor Gericht verantworten. Auf ihn wartet eine Geldstrafe von rund 1.500 Euro. Doch daran will Rosa nicht mehr denken. Denn heute ist der große Tag des Wettbewerbs. Der erste öffentliche Auftritt mit den Cheerleaderinnen. Ja. Rosa, Hand und Beinbruch, ihr schafft das auf jeden Fall. Wir sind draußen und gucken euch zu, ja? Danke. Bis gleich. So, meine Lieben, wir haben keine Zeit mehr. Ja, nehmt mal eure Pommes. Dankeschön, nehme ich dir ab. So, denn, meine Lieben, auf geht's. Nach oben mit euch. Wird. So, dann. Und 3, 2, 1. Alle für alle! Auf der Bühne fühlt sich Rosa wohl und tanzen ist alles, was sie will. Endlich ist sie am Ziel ihrer Träume angekommen. Dafür hat die Schülerin gekämpft und es hat sich gelohnt. Der Auftritt der Cheerleader-Gruppe wird zum vollen Erfolg. Am Ende gewinnen die Mädchen den Wettbewerb. Rosa könnte die ganze Welt umarmen.